Aber es würde dir wahrscheinlich gut tun. Oder es würde allen wahrscheinlich gut tun, einfach genug zu schlafen. Wow, Weisheit des Tages. Schlaft genug, Leute, dann geht's euch vielleicht besser. Ob ich damit irgendwelche Nobelpreise gewinne? Also, das war Protoss, ne? Aber ich brauche nicht zwei. Er fragte, war das Protoss und baut auch, bevor er was nachguckt. Ja. So, eben der Cannon Rush Check. Ich dachte, der 7 Stunden, wenn sie jetzt zufrieden sind. Ja, ich glaube, mit 7 bist du aber auch schon. Vermutlich in unserer Altersgruppe überdurchschnittlich dabei. Also, und mit statistischer Altersgruppe meine ich dann wahrscheinlich 18 bis 40. Als Altersgruppe. Warte, 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 warte. Oh, das sah so klein aus. Ich dachte kurz, das wäre eine Forge. Oh, er hat ein Gas geklaut. Okay. Fick dich. Was du kannst, kann ich schon lange, Digga. Was ist los? So, ich nehme jetzt die Echse. Dann gehe ich den Cybercore nehmen. Den wird er jetzt schon haben. Okay, ich baue erstmal noch den zweites Gate, Cybercore, ja. Nach Hause. Oh, ich brauche den Pylon auf dem Low Ground. Da ist der Nexus, ja. Okay, es riecht so ein bisschen nach Gentleman's Agreement. Kein Push. Aber wisst ihr, was ich dafür wissen müsste? Wo sein zweiter Pylon ist. Da ist ein Pylon, aber das wird nicht der zweite sein. Er hat hier keinen Pylon. Er wird die. Ne, doch, da ist ein Pylon. Nevermind. Er hat vielleicht auch nicht geproxied. Das ist ziemlich verrückt. Dann gehen wir nochmal runter. Na, wir machen das mal eben, um zu gucken, was er macht. Dann gehen wir dahin und dahin. Dann gehen wir hier rüber, bauen erstmal das. Da sind zwei Adepts, alright. Das heißt, Worker auf dem High Ground halten. Alle Worker, die gebaut werden, auch dahin schicken. Einen in Position haben, Units bauen. Als ob die Probe jetzt eine Stunde lang nicht angreift. Ich raste aus, ey. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße, dass mein Placement nicht gut ist. Und da kein Dings durch kann. Okay, was greift da an? Ein Satellit, ein Ding. Ich würde nämlich gerne hier schnell eine Battery haben. Um gegen Oracles, zumindest gegen einzelne Oracles, einigermaßen safe zu sein. So, dann gehst du darüber. Bauen wir das. Aber er wird ja auch die Echse. Also, er hat ja auch die Echse, das habe ich ja schon mal gesehen. Bauen wir mal so weit hinten, wie geht.
Dann bauen wir Worker. Chrono boosten ordentlich rein. Observer bauen wir noch einen dazu. Bauen wir das noch dazu. So, gehen wir dahin, darüber. Da sollen vielleicht alle eben arbeiten. Okay, da gehen Stalker im Model rüber. Alright, alright, alright. Dann muss ich jetzt natürlich darauf aufpassen, wo er kommt. Womit er kommt. I'm here in the shadows. Okay. Davon einen mehr. Mehr Worker, ne? Weil. Wir haben eben schon gesagt. Meist oder oft verliere ich einfach, weil ich weniger greedy bin. Doch nicht so weit draußen stehen mit den ganzen Dingern, ne? Das ist auch nicht gut. Da ist schon eine dritte Base, ne? Die hat er schon safe gebaut. Okay, kein Wunder, dass er so wenig hatte. Okay, Charge. Upgrades. Ich brauche mehr. Ich brauche Charge. Ich könnte einen War Prison bauen und ihn damit gleich ein bisschen nerven. Da sind weitere Gateways. Okay, da sind auch Zealots. Also Charge auf jeden Fall die Wahl, die wir machen müssen. Und wenn wir Charge wollen, sind wahrscheinlich auch Gateways noch eine gute Wahl, ne? Okay, da kannst du ruhig sehen, dass ich nichts habe auf der Seite. So, mehr Zealots. Oh, Arkans sind auch eine gute Wahl dann, ne? Habe ich gehört. Wo baue ich das hin? Da? So, ich will das Templars Archive haben. Da ist. Oh, sieht er das? Ah, das wäre natürlich sehr schwierig. So, ich möchte mehr Gates haben. Mehr Gates. Ein paar Arkans, um Forcefits zu brechen. Und ich plane schon wieder meinen Angriff, ne? Dabei wollte ich doch gar nicht angreifen. Ich habe garantiert schon wieder weniger Worker als er. Und ich sollte mal lieber das hier checken.
Da einen an den Watchtower ist wahrscheinlich eine relativ interessante Nummer. Ja, ist es. Auf jeden Fall ist es das. Habe ich die da eingebaut? Ja, habe ich. Oh mein Gott. Er hat das, war der Observer, ne? Den hat er direkt rausgenommen. Das heißt, da muss ja auch irgendwo ein Observer sein von ihm. Das ist ja frech. Geht er gerade auf die andere Seite? I don't know. Wir werden es sehen. Stargates, das ist schlecht. Okay. Okay, drei. Okay, oh, ja. Oh, das Warp Prism lebt noch. Das ist natürlich nice, ne? Ich kann mal eben hier checken, ob da eine Base ist. Ist sie. Okay, das ist das, was ich meine. Mit, ich bin oft einfach zu weit hinten. Okay, ich muss hier rauf. Ich muss damit in die Main. Ah, da sind jetzt wahrscheinlich Cannons, ne? Ich habe keine Gateways, Leute. Das Spiel werde ich nicht gewinnen, weil ich nicht nachgebaut habe vernünftig. Das ist sehr schlecht. Ich habe zwei
1500 Euro Gas, ne? Also, ich habe so viel Geld. Das ist einfach insane. Den Fight darf ich nicht nehmen. Ich darf eigentlich gar keinen Fight nehmen. Warum sollte ich einen Fight nehmen? Ich kann ja nur verlieren. Ich hab da 30 Worker, Leute. Long distance, let's go. Ich kann halt auch. Obwohl, warum soll ich denn dahin gehen, wenn ich da oben eine Base hab? Die einigermaßen safe ist. Ist er da? Ja, ist er. Habe ich eigentlich irgendwann jetzt mal langsam Blink gebaut? What the fuck? Bin ich ein Idiot? Genau das habe ich erwartet, ey. Aber Damage has been dealt. Gewinne ich dieses Spiel noch? Okay, sehr viele Arkans. Okay, er steht in der Tempest-Position. Okay,
GG! Wie habe ich das Spiel denn noch gewonnen? Alter, ich dachte, der wäre so weit voraus. Okay, also nicht aggressiv rausgehen, vierte Base sacken, gar kein Problem, hat funktioniert. Mit dem Spiel bin ich auch schon wieder glücklich. Relativ glücklich, das ist gut, das gefällt mir.